keiner begab. Das war mein Bruder! Stirb! Für mich in die Ferne, Sühnen. Eivor, willkommen! Vernichte mit mir dieses goldene Getränk. Du hast es geschafft. Komm! Trink etwas. Du bist mir ein paar Hörner voraus? Doch, immer noch klar. Sag mir, wie meinem alten Freund sein Kelchgeschenk gefallen hat. Ihn beschäftigte anderes. Einer deiner Männer, Ulf zum Beispiel. Er starb beim Beschützen der Beute, die er von Halfdan gestohlen hatte. Ulf. Armer Ulf. Ich sagte ihm, er solle seine Zunge hüten, doch er musste sie ja wie ein sabbernder Hund schwingen. War Halfdan schon immer so aufbrausend? Nein. Reichtümer und Ruhm haben ihn verändert. Er ist nicht mehr, wer er einst war. Die Lieder der Skalden und der Silberglanz können selbst die Besten unter uns verändern. In vergangenen Tagen war er unerschütterlich. Doch er hat den Biss verloren, den er einst hatte. Er ist zu vorsichtig. Er grübelt und zögert. Wo sind wir hier? Ich hatte eine Armee erwartet, bereit für den Krieg. Dies war unser erstes Lager in Nordhymbre. Ich kam mit Halfdan und seinen Brüdern, Ubba und Ivar, her. Wir belagerten Jofovik und brachten König Erla unter die Erde. Das waren gute Zeiten, die nun lange vergangen sind. Was ist das alles? Mein Anteil des Schatzes, den wir in jenen fernen Tagen erbeuteten. Ich vergrub ihn hier für schlechte Zeiten. Dieser Beutel ist schwer vom Silber. Genug, um für ein Heer zu zahlen. Komm, ein Wettrennen nach Jofovik. Erinnere mich an die glorreichen fernen Tage. Du bist zu betrunken, um ein Rennen zu gewinnen. Trink auch etwas, dann ist es gerecht. Worauf wartest du, Eivor? Auf den Frühling? Dein Pferd kann das Öl riechen, das aus deinem Mund tropft. Es fürchtet sich. Deine Besorgnis erwärmt mein Herz. Aber Hulda und ich sind trinkfest. Hast du Probleme mitzuhalten? Mein Pferd muss tiefer in den Becher geschaut haben als ich. Was tun wir in Jofovik? Das hast du gar nicht gesagt. Ein Besuch bei unserem König Rixige. Lang möge er herrschen. Ich habe nicht genug Männer, um die Pikten allein zu schlagen. Aber mit Rixige und seiner Fürte erledigen wir das. Du würdest einen Puppenkönig in diesen Kampf einbeziehen, aber nicht einen Jarl? Psst.
Behalte das für dich. Die Straßen haben Ohren, die Fenster Augen. Diesem Maß an Täuschung habe ich nicht zugestimmt. Das hättest du mir vorher sagen sollen. Eivor, Eivor! Hätte ich meinen ganzen Schlachtplan beschrieben, hätten wir das Lagerfeuer vielleicht nie verlassen. Mir ist das Licht deines Feuers lieber als das Dunkel deiner Pläne. Tu das nicht noch einmal. Die Lage hat sich gebessert, nicht wahr? Spätestens seit Audun... Sprich diesen Namen. Seit dem Julfest habe ich keinen einzigen Tropfen Wein mehr angerührt. Ein Grund mehr. Jeden Monat Julfest. Eine Schinderei bringt. Warte. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Erwähne nicht, dass Halfdan unsere Pläne nicht kennt. So ist es besser. Bist du des Wahnsinns? Rixige ist Halfdans Untergebener. Du setzt ihn großer Gefahr aus, wenn er gegen den Willen seines Herrn handelt. Rixige kann keine Befehle missachten, die er nie gehört hat, oder? Vertrau mir, ich nehme die Schuld auf mich, sollte dieser Plan scheitern. Eivor Wolfsmal und Halfdans Kelchträger. Welch merkwürdige Überraschung. Ich hoffe, der Tag findet dich und Jofavik wohl auch vor. Ja, wir halten uns wacker. Mit dem bisschen, was uns noch gehört. Doch der neue Krieg wird uns wieder Wohlstand bringen, bis der Tribut eingefordert wird. Oh, hilf meinem Gedächtnis doch auf die Sprünge. Gestern war es Halfdan. Doch heute höre ich Geflüster, dass du den Angriff führst. Ich bin verwirrt. Ja, du gehorchst, Halfdan. Und nun befiehlt er einen letzten Schlag gegen die Feste der Pikten in Margon. Um einen Krieg solchen Ausmaßes gegen den Norden zu führen, braucht es eine riesige Menge Silber und ein großes Heer. Meine Soldaten und das Silber sind schon bereit. Ich erwarte dasselbe von dir. Ich habe meine Hilfe zugesichert. Die Schlacht muss entscheidend sein. Ich verstehe. Und du hast diese Befehle schriftlich, ja? Vom großen Halfdan selbst? Damit wir uns verstehen, König Rixige, Halfdan weiß nichts von diesem Angriff. Rein gar nichts? Das ist recht ungewöhnlich, Faravid. Eivor irrt sich, Herr. Halfdan versicherte mir persönlich, dass du deine Truppen anbieten würdest. Er erwartet es geradezu. Jedoch ist Halfdan kränkelnd und müde. Lass ihn uns nicht mit zusätzlichen Sorgen belasten, sondern mit einem raschen Sieg erfreuen. Es tut mir leid, Faravid, doch mein Pflichtgefühl zwingt mich abzulehnen. Ohne eindeutige Befehle von Halfdan werde ich nicht das Leben so vieler aufs Spiel setzen. Du widersetzt dich? Das tue ich. Dir ein Heer zu schenken ist eine Gefahr für meinen Ruf und Wohlstand. Das will Halfdan ganz sicher nicht. Er braucht einen starken und treuen König. Du machst dir an zu wissen, was Halfdan will? Ohne Halfdans förmliche Zustimmung kann ich nicht helfen. Das Wagnis ist zu groß. Und schließlich ist er mein Verbündeter. Das verstehst du sicher. Ich sollte dir dafür die Arme brechen. Was sollte das eben? Ich sah keinen Grund, die Wahrheit zu verschleiern. Rixige ist eine Puppe der Sachsen. Er hat viel mehr zu verlieren als du oder ich. Dieser Schlange kann man nicht trauen, Eivor. Wenn er Halfdan von unserem Plan erzählt, ist unser Sieg gefährdet. Unser Sieg ist zu Halfdans Vorteil. Wir werden Nordhymbre für ihn sichern und damit die Dankbarkeit aller sächsischen und nordischen Untertanen. Na gut. Wenn wir Befehle von Halfdan fälschen, wird Rixige sie annehmen. Hjör aus Jofavik könnte uns helfen. Gut. Hjörs Lieblingsschenke ist unweit von hier. Dort könnte er sein.
Stuhl fest. Diese Schinderei bringt mich um. Wenn nicht, wenn es so läuft wie beim letzten Mal. Was war das, Dollar? Sie für mich sühnen. Mädchen und Jungs, hier gibt es Julziegen mit Lieb. Mehr als Brot. Der Autos, alles besser. Tür, genau wo ich dich erwartet hatte. Bei den Göttern, Eivor. Ein Glück, du kommst gerade recht. Und was wird das jetzt? Geh nach Hause. Belästige meine Freunde nicht, sonst gibt es Schläge. Wenn ich dir dein Hirn zermatscht habe, belästige ich, wen ich will. Schmeiß! Eivor, zum Kämpfen geboren. Danke, Wolfsmal. Diese Männer wachen sicher bald auf. Hoffentlich sind sie dann vernünftiger. Was führt dich zurück nach Jofovik? Ein geheimer Auftrag für Halfdan. Ich brauche ein Heer, um die Pikten im Norden zu stellen. Hat Halfdan einen Angriff geplant, den er sich nicht leisten kann? Sieht ihm nicht ähnlich. Damit wir uns verstehen, der Plan ist von Faravid, nicht Halfdan. Weiß Halfdan von dem Plan, oder? Nein, aber er hat mir freigestellt, so zu handeln, wie ich muss. Die Gründe dafür sind vertraulich. Ja, wir hörten die Gerüchte. Und all unsere Nachrichten blieben unbeantwortet. Kannst du mir mit deinem Trickreichtum helfen? Ich brauche einen gefälschten Befehl Halfdans, um Rixiges Mitarbeit zu erzwingen. Ihr geht ein großes Risiko ein. Dafür bin ich dankbar. Wir können uns vor der Halle treffen, sobald ihr die Dokumente habt. Eivor, leiste mir Gesellschaft. Ihr beiden scheint euch gut hier eingelebt zu haben. Ja, wir schätzen die Bequemlichkeiten hier. Aber ich denke noch immer an Nordwege. Die Kälte und die Wärme. Gib auf der Straße Acht, Eivor. Ich versuch's. Beim letzten Mal. Hier, nimm diese Fälschung und bete, dass König Rixige nichts auffällt. Ich vertraue darauf, dass du weißt, was du tust. Direkt von Halfdan, wie du siehst. Ja. Nun, Halfdans treue Esel mögen sich dem Kampf verschrieben haben. Doch meine Hilfe hat ihren Preis. Wenn du von Silber sprichst... Denk daran, dass deine Soldaten mir gehören. Guter Mann, du meinst sicher Halfdans Soldaten. Denn die sind Halfdans Befehle, richtig? Ich scherze nur, ein kleiner Spaß. Ist somit alles geklärt? Wenn Halfdan es befiehlt, dann stelle ich meine Fürth auf.
Und du bekommst ein kämpfendes Heer. Gut. Mach sie umgehend bereit. Dies muss bald geschehen. Sobald sie angetreten sind, Pfarrer Witt. Und nicht früher. Eivor, auf ein Wort. Ich sehe dich in Stenwege. Pfarrer Witt ist Halfdans Mann. So auch Hemings Clan aus Snorting Ahamshir. Und wir hier in Jorforvik. Doch nicht du. Ich mag es nicht, wenn Worte um Dornen tanzen. Für wen kämpfst du wirklich? Du weißt so gut wie ich, dass wir für Halfdan kämpfen. Erstaunlich. Du gibst dich treu und doch hast du Geheimnisse vor deinem Herrn. Warum fragst du nach Treue? Was treibt dich um? Nur eine harmlose Frage. Treue ist ein Wort, das leicht wie Honig von den Lippen kommt. Süß im Geschmack, doch nicht von Dauer. In Nordhymbre brodeln Dinge, die selbst dir verborgen bleiben. Höre auf meinen Rat und sei achtsam. Pfarrer Witz sollte in Stanley gewahren. West Central, this is the best golf last one.